Es ist großartig, dass wir so viele sind. Es zeigt, wie ernst es uns ist und wie ernst es um uns bestellt ist. Und ich freue mich, dass wir einige Redner hier haben. Wir haben nicht alle Redner, die wir vorgesehen haben hier, weil wir alle wissen, dass viele Kollegen am Flughafen Tegel feststecken. Ja, der 10. April. Ein Tag, der für das deutsche Taxigewerbe in die Geschichte eingehen dürfte. Denn nie zuvor haben so viele Menschen aus der Taxibranche bundesweit gleichzeitig protestiert. Zum Beispiel in Berlin. Und was wir hier gerade gehört haben, war ein Ausschnitt aus der Begrüßung der Demonstranten vor dem Brandenburger Tor durch Michael Oppermann, den PR-Mann beim Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V. Und der erwähnte da Kollegen, die am Flughafen Tegel feststecken. Was war denn da passiert? Der Bundesverband Taxi und Mietwagen, der sich damals noch BZP nannte, hatte zum bundesweiten Protest gegen die Pläne des Verkehrsministers aufgerufen, den Markt zu liberalisieren, wie es so schön verharmlosend heißt. In Berlin, wo nicht nur der Bundesverband Taxi und Mietwagen, sondern auch das Verkehrsministerium ansässig ist, war die Hauptkundgebung auf einer Bühne vor dem Brandenburger Tor angesetzt. Und um maximale Medienaufmerksamkeit zu erreichen, wurde eine Sternfahrt mit 3 Startpunkten organisiert, die sehr viel Aufstellfläche für Taxen boten. Nämlich einmal am Flughafen Tegel, zweitens am Olympischen Platz in Westend und drittens am Ostbahnhof in Friedrichshain. Da sollten um 12 Uhr mittags die Wagenkolonnen nach Tiergarten zum Großen Stern starten, um dann nach und nach die Straße des 17. Juni vor dem Brandenburger Tor zu füllen. Da ist bei Freihaltung je einer Rettungsgasse hier Richtung Platz für ungefähr 3000 Autos und es wurde immerhin mit 2000 gerechnet. Ich selbst war ab 20 nach 10 morgens am Ostbahnhof und durfte staunen, wie gut das Ganze da schon organisiert war. Ich war nämlich mit Botho Töpfer verabredet, das ist der Vizevorsitzende des Taxiverbandes Berlin-Brandenburg und der nötigte mir gleich mal zu Beginn eine rote Warnweste mit der Aufschrift Scheuerwehr auf und wurde kurz danach von einem Polizisten mit erstaunlich lautem Organ angeflaumt, dass die Kreuzung Mühlenstraße, Straße der Pariser Kommune, verstopft sei. Das widerspreche den Vereinbarungen und Botho Töpfer habe das sofort zu ändern. Wir beide sprachen dann gemeinsam ungefähr 40 Autofahrer an, dass sie in die Straße der Pariser Kommune abbiegen und am Ende der Taxischlange wenden sollten. Ungefähr eine halbe Stunde später waren dann aber so ziemlich alle Straßen um den Ostbahnhof rum voller Taxen, soweit das Auge blicken konnte. Und die kamen bei weitem nicht alle aus Berlin, sondern aus etlichen Gegenden. Ich habe da Nummernschilder aus halb Sachsen gesehen. Dabei gab es ja bundesweit in mindestens 12 Städten Taxidemos. Aber die Kolleginnen und Kollegen wollten offenbar die große Sternfahrt in Berlin verstärken. Ich war ja als Berichterstatter für die Taxi Times Berlin unterwegs und nun fragte mich unser Chefredakteur am Telefon, wie viele Taxen da wären. Ich konnte das aber überhaupt nicht schätzen. Es war einfach alles voller Taxen, egal in welche Richtung ich blickte. Das hätten 500 sein können oder 1500, keine Ahnung. Laut Polizei waren es um kurz vor 12 900 Taxen, aber die Polizei schätzt ja bei sowas manchmal, vorsichtig ausgedrückt, etwas zurückhaltend. Mein Redaktionskollege Simmi meldete 2000 Taxen am Flughafen Tegel und da fragt man sich schon, wo die alle Platz gehabt haben könnten. Am Olympiastadion ist im Vergleich am meisten Platz, deshalb hatten auch viele auswärtige Kollegen angekündigt, genau da hinzufahren. Aber von da wurden komischerweise nur angeblich 800 Fahrzeuge gemeldet. In den WhatsApp-Gruppen und den anderen asozialen Medien überschlugen sich die Meldungen über Taxidemos und Korsos aus ganz Deutschland. Um Punkt 12 saß ich dann bei meinem Kollegen Botho Töpfer im Auto zusammen mit einem Kollegen vom Bundesverband Taxi und Mietwagen und einem auswärtigen Verbandschef. Und wir fuhren als erstes Auto des Taxikorsos direkt hinter dem Führungsfahrzeugpärchen der Polizei in Richtung Siegessäule mit einem großen Schlenker über den Hackeschen Markt und am Bundesverkehrsministerium vorbei. Ich merkte schnell, dass das gar nicht so cool war, wie ich gedacht hatte, denn wenn man ganz vorne mitfährt, sieht man ja den langen Taxikorso gar nicht. Botho Töpfer war gefühlt die halbe Zeit am Telefonieren mit Verbandskollegen, denen er wichtige Informationen geben musste. Die andere Hälfte lobte er immer wieder die gute Organisation durch die Polizei, die alle Seitenstraßen sorgfältig abgesperrt hatte und, wie vereinbart, die ganze Zeit mit ungefähr 10 Kilometern pro Stunde vor uns herfuhr. Botho Töpfer hatte ja in vielen Jahren Verbandsarbeit schon etliche vergleichbare Aktionen organisiert und sagte, so gut wie an diesem Tag hätte es eigentlich noch nie funktioniert.
Wir ahnten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass es bei den anderen beiden Kolonnen alles andere als gut lief. Als wir um 10 nach 1 am Großen Stern ankamen, sprangen wir drei aus dem Taxi und ließen Botho Töpfer alleine weiterfahren, um den Rest zu Fuß zu gehen und dabei möglichst viele Eindrücke per Foto oder Filmchen festzuhalten. Eigentlich hatte die Kundgebung um 13 Uhr beginnen sollen, aber zu meiner Überraschung waren erst wenige 100 Taxen vor Ort. Die anderen beiden Kolonnen waren nämlich aufgrund ihrer unerwarteten Länge im Verkehr stecken geblieben und weil die Polizei deren Fahrtrouten nach Aussagen der Kollegen dort bei weitem nicht so gut organisiert hatte, kamen die wohl kaum vorwärts und hielten zum Beispiel an roten Ampeln an, was bei einem Demonstrationszug natürlich völlig fatal ist. Ich war nun im Laufschritt auf dem Weg zum Großen Stern, zum Brandenburger Tor und fotografierte so ziemlich alles, was irgendwie interessant und originell aussah. Ich hoffte, nicht zu spät zu Beginn der Kundgebung zu kommen, denn inzwischen war es schon halb zwei durch.